Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Bauhaus Workshop. Wir beiden Hübschen werden heute in diese Maueröffnung eine Stahltür ZK pulverbeschichtet weiß einbauen. Los geht's. Ich würde ausmessen. Ja. Würdest du es aufschreiben, bitte? Ich gehe kurz zu meinem Block. Ich fange oben mit der Breite an. 86,4. 86,4. 86,3. 86,3. Und unten 86,4. Und hier auch, ja. 2 Meter und 1/2 Zentimeter. Ganz genau. Und das ist gut, weil dann können wir eine Standardtür kaufen. Also so kleine Unebenheiten, ne, kriegen wir mit der Einbauluft weg. Ja. Aber wenn es ganz schlimm wäre. Aber zu super. Krass abfällt. Super. Lass mich hier auch einmal hin. Das sieht gut aus. Kannst du halten? Danke. Du kannst mir die Kleine geben, dann kann ich den Sturz schon machen. Oder du machst den Sturz. Ich stürze so gerne. Ja. Wir müssen natürlich auch aufpassen, dass unsere Tür tatsächlich störungsfrei aufgeht, weil Stahl abschleifen ist keine gute Idee. Prüfen also, ob unser Fußboden hier im Flur Gefälle oder Anstieg hat. Wenn es Gefälle hat, also nach unten weggeht, gar kein Thema. Wenn es Anstieg hat, ist das auch noch nicht schlimm. 1% ist in Ordnung. Das heißt, wenn auf 100 cm das Ganze in Zentimeter nach oben geht. Wenn das mehr wäre, müssten wir es abschleifen. Bei uns passt das alles. Tür kaufen, komm. Mach mal. Und los. So. Klasse. Ja. Du kannst schon mal die Drückergarnitur holen. Drücken. Gut. 87,5 mal 2 Meter stimmt. Und den rechts stimmt auch. Hat ganz schön lang gedauert. Das ist ja auch weit weg. So, pass auf. Genau. Kommt durch! Ja. Geht auf. Nimm die Daumen weg. Ach, guck mal. Den befestigen. Festmachen. Ist schon auch immer ganz praktisch, dass man prüfen kann, ob das funktioniert. Auf geht's. Abschließen kann man sie auch. Das wird hier raufgesetzt. So. Hört man auch so ein leichtes Klicken, ne? Ganz genau. Dann kommt der hier rein. Und das gleiche von der anderen Seite. Okay. Der Griff. Gut. So. Hier die nächste Schraube. Wunderbar, dann kann die Tür jetzt rein. Okay, Markus, komm. Randrücken. Ja. Fußbodengott. Falls dem nicht so wäre, hätte ich sonst hier keine vorbereitet. Könnte man hier so drunter tun, wenn es nicht gerade wäre. Okay. Passt alles, wackelt ja. Nicht mehr. 100% im Wasser. Dann können wir jetzt den Türrahmen mit dem Mauerwerk verbinden. Wenn du jetzt misst, wir fangen ja von oben an. Alles klar. Gut, dann setze ich meinen Zollstock da an. 44 cm. Übertrage ich auch auf der anderen Seite. 84,5 cm. Ja. 39,5. Hier oben kommt in der Mitte noch einer. Okay, 84 ist die Mitte. Vielen Dank. Für dich mache ich fast alles. Okay. Ready. Mach ich unten weiter. Bei der nächsten Runde setzt die Mickey Mäuse auch wieder auf, wa? So eine Tür wiegt hier gerne mal 30 Kilo, deswegen ist es gut, zu zweit zu arbeiten. Ab jetzt kann ich aber alles alleine machen. Bevor wir die Dichtung einkleben, müssen wir natürlich noch die Sicherung entfernen. Die sitzen ziemlich stramm, wenn ihr das mit euren Fingern nicht hinkriegt. Könnt ihr euch auch ein kleines Instrument nehmen und das rausstemmen. Müsst ihr nur aufpassen, dass ihr die Tür nicht zerkratzt dabei. Ich fange das mal hier oben an. Rausdrücken, galant. Oder, was auch geht, mit einer Zange. Ein ganz wichtiges, Zunge dabei rausstrecken. Das hilft bei der Konzentration. Damit wir lange was von unserer Tür haben, benutzen wir ein bisschen Öl.
Damit fetten wir unsere Bänder. Genau das gleiche mache ich bei dem Band unten und dann können wir weiterarbeiten. Letzter Schritt vom Dichtung einkleben, den Zagenfuß entfernen. Das sind bei uns nur zwei Schrauben, die löse ich jetzt, da habe ich mir ein kleines Helferlein besorgt. Können wir den Zagenfuß einfach rausheben. Alle Flächen, auf die wir nachher unsere Dichtung draufkleben, will ich jetzt nochmal staub- und fettfrei kriegen, damit der Kleber gut hält. Alles sauber, alles vorbereitet, jetzt können wir die Dichtung einkleben. Türdichtung, ganz egal, ob mitgeliefert oder nachgekauft, müssen immer auf die richtige Länge geschnitten werden. Falls ihr eure Länge nicht im Kopf habt, messt ihr die einfach einmal kurz nach. Immer auf die Innenseite, da wo wir kleben wollen. Das sind in unserem Fall immer noch 2 Meter. Wissen wir also, wo wir abschneiden müssen. Unser Türrahmen ist hier an der Stelle nicht so, dass ich da wirklich gut messen kann. Deswegen machen wir einen kleinen Trick, das Gegenmessen. Wir setzen den hier einmal ganz in der Ecke an, suchen uns hier eine glatte Zahl, zum Beispiel die 80, markieren das auf dem Türrahmen mit Bleistift, den kann man nachher abwischen, und messe gegen und sehe, hier sind noch 4 cm, 80 plus 4 sind 84 cm. In unserem Fall geht das zur Tür hin, zur Türöffnung. Diese Seite geht zur Decke. Ich möchte meinen Winkel von hier nach hier. Da ich vorhin 84 cm an der längsten Kante ausgemessen habe, mache ich das wieder und weiß jetzt, von wo ich meine 45 Grad abmessen muss. Klebefläche ab. Zack, einmal hier rein. Schön. Jetzt noch links und rechts und dann sind wir fertig mit der Dichtung. Alles drin, alles fest, sieht gut aus, nicht gestaucht. Jetzt prüfen wir noch, ob die Tür immer noch zugeht. Bevor wir verputzen können, müssen wir uns um die Abstandshalter kümmern. Bevor wir verputzen, feuchten wir die Wand nochmal an, damit der Putz besser drauf hält. Ja. Wie man so eine Leibung verputzt, das zeigen wir euch in einem extra Video. Jetzt ziehen wir einmal alle 3 Seiten noch eine Acrylnaht, damit die Fuge dicht ist. Dann können wir streichen und dann ist alles picobello. So, Putz ist trocken, Leibung sieht gut aus. Nächster Schritt, grundieren, dann streichen. Da eröffnen sich völlig neue Wege durch Türen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Wenn es gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns demnächst wieder hier bei uns im Bauhaus Workshop. Und tschüss.